Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Wir haben noch immer Pride-Monat Juni. Pride, Stolz. Und mir ist aber auch aufgefallen, dass wir 2018 haben. Ich bin ein kleiner Sherlock Holmes und ich habe mich nämlich vor 10 Jahren geoutet, ist mir dann eingefallen, im Jahr 2008. Und weil ich jetzt besonders im Juni viele Zuschriften von Leuten bekomme, die sagen, dass es ihnen so geholfen hat, wenn ich über mein Coming-out spreche, was mich sehr rührt, möchte ich über eine neue Erkenntnis sprechen. Ich dachte nämlich, fälschlicherweise, als ich mich geoutet habe mit 15, dass man sich outet und das war's dann. It's done. Aber ähnlich wie sich den Intimbereich enthaaren, war es mit einmal nicht getan. Es war ein langer Prozess und mir ist aufgefallen, dass mein Coming Out oder meine Homosexualität in 5 Phasen verlaufen ist. Das ist ideal für ein YouTube-Video. Die Leute lieben es, wenn es so 5 sind. Oder 10 wäre besser, aber es sind nur 5. Phase Nummer 1 ist, so würde ich sagen, die Entdeckung. Ja, ich war so in etwa 12 Jahre alt, da habe ich zum ersten Mal im Flugzeug von New York nach Wien ein schwules Paar gesehen, das sich geküsst hat. Das Flugzeug hatte noch nicht gestartet, aber trotzdem war mir, als würden wir Turbulenzen erleben, denn es war einfach crazy. Ich bin nicht stolz darauf, euch sagen zu müssen, dass meine erste Reaktion jetzt keine gute war. Ich war umringt von meiner Familie und meine Reaktion war so, oh, okay. Und ich war sehr verwirrt, aber ich dachte mir auch so ein bisschen so, Zuerst dachte ich mir, oh, aber dann dachte ich mir, Ich kann mich erinnern, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch manchmal Tagebuch geführt habe und nicht mal in meinem Tagebuch konnte ich ehrlich sein. Ich habe immer so geschrieben, oh, heute war ich im Einkaufszentrum in Eisenstadt, dort habe ich ein schwules Pärchen gesehen. Viele Leute glauben von mir, dass ich schwul bin, aber das ist nicht so. Ich habe zahlreiche Girls in meinem Freundeskreis, mit denen ich küssen möchte. Was ich sehr spannend finde. Und es hat dann so 3 Jahre gedauert. Mit 15 habe ich mich geoutet, meiner Familie gegenüber. Hui! Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, nicht weil es so dramatisch war, sondern weil ich in etwa schon 30.000 Videos zu diesem Thema gemacht habe. Phase Nummer 3. Ich war dann mal so richtig gay, würde ich sagen. Also ich habe das richtig ausgelebt. Ich glaube, dadurch, dass ich zu diesem Zeitpunkt in der Schule war und mich bis vor meinem Outing immer sehr hetero gekleidet habe, weil ich nicht wollte, dass Leute sagen, hey Michi, bist du etwa schwul? Habe ich mein Outing als Knackpunkt gesehen und meiner Unterdrückung entgegengewirkt, indem ich mich fortan auf eine Art und Weise gekleidet habe, die ich rückblickend betrachtet bezeichnen würde als die Golden Girls und Siegfried und Roy feiern gemeinsam Silvester. Es war einfach schillernd. Ich habe mich so gekleidet und so gegeben, dass man wirklich sofort gemerkt hat, dass ich schwul bin und das ist natürlich super. Ich habe das zu diesem Zeitpunkt gebraucht und ich habe mich sehr befreit gefühlt. Und ich habe dann versucht, alles zu konsumieren. Ja, es gibt ja diese ganzen Filme, wo man sagt, so als schwuler Mann muss man diesen Film gesehen haben. Und ich habe diese Filme mir dann alle angesehen, die entsprechenden Bücher gelesen und ich war richtig, richtig tief drinnen in dieser Materie bis zu Phase 4. So, ab 20 habe ich etwas erlebt, was man sehr gerne als Gay Shame bezeichnet. Das ist das Gegenteil von Gay Pride. Ich habe angefangen, alles abzulehnen, was ich in den 5 Jahren davor gelebt habe. Und zwar einfach diese Schwulen und Lesben, die so laut sind und immer darauf hinweisen müssen, dass sie schwul und lesbisch sind. Ich war so richtig abgeneigt gegenüber Leuten, die zum Beispiel solche Veranstaltungen besuchen wie schwule Kinoabende. Ich hatte jetzt per se nichts gegen die Leute, aber mich hat so aufgeregt, dass ich das Gefühl hatte, sie stecken sich selbst in eine Schublade, indem sie jetzt sagen, ich gehe jetzt zum schwulen Brunch und danach gehe ich zu meiner schwulen Sportgruppe und dann ist natürlich wieder das Treffen der schwulen Aristokraten. Lass sich Dinge. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt viele solche Freunde, wo ich mir so dachte, so, ah, no, also darüber kann ich nur lachen, ja, ich bin integriert in die Gesellschaft, ich brauche sowas nicht. Aber im Endeffekt war ich früher selbst so, das heißt, ich habe einfach nur meine eigene Scham über mein früheres Ich auf andere Leute übertragen.
Schade. Besonders ich als schwuler Mann, der auch eine Zeit lang ausgegrenzt wurde, sollte doch nicht andere Leute ausgrenzen. Nur weil sie so leben, wie sie es gerne möchten. Und jetzt, nach 10 Jahren erst, deswegen mache ich dieses Video, fühle ich mich so, als wäre ich so angekommen, wo ich sagen kann, yes, ich bin schwul, es ist okay. Kurz nachdem ich mich geoutet habe, war ich jetzt so überdrüber schwul, so richtig Klischee schwul, auch nicht, das ist auch nicht falsch, möchte ich sagen, aber das war halt einfach nicht ich. Nach 20 war ich dann aber auch nicht ganz ich selbst, weil ich einfach nur versucht habe, die vergangenen 5 Jahre unter den Teppich zu kehren und jetzt fühle ich mich aber so, als wäre ich angekommen. Es hat 10 Jahre gedauert, ich habe gelernt, dass es beim Coming Out nicht nur darum geht, sich anderen Leuten zu outen und zu sagen, hey, ich bin schwul, akzeptiert mich, sondern man sagt sich ja auch selbst, ich bin schwul, akzeptiere mich, akzeptiere dich selbst. Und das hat gedauert. Bei den anderen Leuten war es nicht so das Problem. Ja, die anderen Leute haben irgendwie so gesagt, so, oh ja, erzähl uns etwas, was wir nicht wissen. Ist bei jedem wahrscheinlich anders und deswegen interessiert es mich auch, wie das vielleicht bei euch war, wenn ihr ebenfalls in so einer Situation seid oder wart. Oder vielleicht habt ihr auch ihr Heteros. Vielleicht habt ihr auch Geschichten zu erzählen, die irgendwie zum Thema passen, wenn möglich. Wenn ja, dann hinterlasst sie mir doch in den Kommentaren. Ich mag das ja sehr gerne, wenn wir so einen Dialog führen. Ich lese auch alles, was ihr schreibt, immer sehr gern. Danke, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Ihr merkt vielleicht, ich bin gerade im Urlaub. Ciao!